falschen Propheten und Antichrist vorbereitet und nicht für die Menschen, aber alle, die mich nicht als ihren einzigen Retter akzeptieren wollen und meinem Wort nicht folgen, werden eines Tages hier landen. Wieder weinte der Herr und erwähnte, dass die Zahl der Verlorenen größer ist als die, die gerettet sind. Er zeigte mir auch die vielen Leute, die pro Minute in die Hölle kommen. Er fügte hinzu, und meine Gemeinde schläft, während mein Volk, das meine Macht, mein Wort und den Heiligen Geist hat, müde und faul geworden ist. Gibt es dämonische Religionen, die in der ganzen Welt predigen, dass es keine Hölle gibt? Und dadurch schicken sie praktisch viele hierher, aber gehe und erzähle ihnen, dass obwohl viele auf der Erde predigen, dass es keine Hölle gibt, ich dir versichere, dass es doch eine Hölle gibt. Ich wurde nicht in die Hölle geworfen, aber ich konnte die Hitze dieses unauslöschbaren Feuers spüren. Es gibt tatsächlich eine Hölle, genauso wie es einen Himmel gibt, aber nur für alle, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Wir kamen langsam aus der Tiefe heraus und fuhren nach oben und erreichten den ersten Himmel. Als wir den zweiten Himmel erreichten, zeigte mir der Herr die Sonne und die Sterne und sagte, schau, ich rufe jeden Stern bei seinem Namen, sieh die Sonne. Nur durch mein Wort kann sie über Böse und Gute scheinen, bald aber wird sie nicht mehr scheinen. Und alles wird zur Finsternis werden. Wir stiegen weiter und kamen in den dritten Himmel. Das ist der Himmel Gottes. Als wir da waren, verschwanden all die traurigen Gefühle, die über mich kamen, als ich unter der Erde war. Und ich wurde ruhig. Ich war erstaunt und überwältigt von der wundervollen Stadt, die vor mir stand, nicht durch Menschenhand gebaut, sondern durch den König aller Könige. Ich sah hohe Mauern, die aus Gold und Edelsteinen gemacht waren. Da waren 12 Türen. Jede Tür war eine große Edelperle und vor jeder von ihnen stand ein mächtiger Engel. Jede Tür trug der Name eines Stammes Israels. Ich dachte nicht im Traum, dass der Herr mich da einlassen würde. Dann fragte er mich, ob ich hinein wollte. Ich sagte sofort ja, geh hinein, weil ich die Tür bin. Ich ging durch diese wundervolle Tür und sah einen wundervollen Garten mit bunten Blumen. Er fragte mich, möchtest du in den Garten reingehen? Geh hinein. Ich habe das alles für dich und für mein ganzes Volk vorbereitet. Ich ging hinein und sammelte Blumensträuße. Ich rannte durch den Garten und sammelte schöne Blumen, die ich noch nie auf der Erde gesehen hatte. Ein herrlicher Duft erfüllte die ganze Stadt. Dann rief der Herr, in den Moment, als seine Stimme in diesem Jerusalem zu hören war, kam ein mächtiger Engel und der Herr stellte ihn mir vor und sagte, siehe, dieser hier ist Michael, der meine Armee leitete. Dann sollte ich zu einer Seite des Gartens schauen und sah eine Kavallerie und er sagte, diese Armee besteht nicht aus Menschen, das ist die Armee meines Vaters, und er fügte hinzu, dieses Heer steht zu eurer Verfügung. Ihr seid mein Volk und braucht keine Angst vor mir zu haben. Die mit euch sind, sind mehr als die, die auf der Welt sind. Der Herr rief einen anderen Engel, der so mächtig wie Michael ist, und sagte, dieser hier ist Gabriel, und er ist einer der Boten meines Volkes. Er sagte einige wichtige Worte, die ich noch in meinem Herzen trage. Noch heute bringt Gabriel Botschaften zu meinem Volk. Ich betrachtete den Herrn etwas erstaunt und er sagte, siehe, ich bin derselbe Gott, der mit Moses und Abraham gegangen ist. Ich bin derjenige, der Elias Feuer aus dem Himmel sandte, als er darum bat. Und ich bin derselbe Gott, euer Gott. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin derselbe gestern, heute und für immer und ewig, aber ihr seid es, die sich verändert haben. Ihr seid die, die einen mittelmäßigen Gott haben, aber ich bin der mächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, und mir sollt ihr dienen. Ich werde dir zeigen, in welchem Zustand sich mein Volk befindet in den letzten Tagen. Ich sah das ganze Volk Gottes, und es war eine schwache Gemeinde.
Der Herr sagte zu mir, glaubst du, dass ich solch eine Gemeinde aufbauen kann? Die Gemeinde, die ich aufbauen will, ist eine Gemeinde ohne Tadel und ohne Falten. Es gibt Lüge, Spaltung, Lieblosigkeit in meinem Volk. Mein Volk ist gespalten, und plötzlich fühlte ich mich, als wenn ich mich mitten in der apostolischen Gemeinde befinden würde. Es war eine glorreiche und mächtige Gemeinde, mit Fasten und Beten beschäftigt, die das Wort Gottes ohne Angst predigte. Jesus sagte, siehe, die ursprüngliche Gemeinde. Ihr glaubt, dass ich mich verändert habe, aber mein Geist ist derselbe. Euer Fehler liegt in der Routine und in den Programmen, die Menschen machen. Ihr vergesst, dass die Programme vom Himmel durch den Heiligen Geist erteilt werden. Gehe und verkündige meinem Volk, dass es keine Zeit mehr für Routine gibt. Es ist höchste Zeit, das Programm vom Himmel durch meinen Heiligen Geist zu anzunehmen. Er erzählte mir, dass wir den Heiligen Geist, der die ursprüngliche Gemeinde bewegt hat, sehen werden. In den letzten Tagen werden viele Wunder durch die Heiligen geschehen. Tote werden auferstehen und vieles mehr. Es ist notwendig, dass wir zu unserer ursprünglichen Gemeinde zurückkehren. Der Herr sagte zu mir, mein Volk hat vergessen, mich zu loben und zu preisen. Mein Volk ist in eine Routine gekommen und lobt mich nicht. Ihr habt vergessen, dass ich mitten im Lobpreis lebe. Wir müssen unseren Herrn loben und preisen. Er heilt uns, macht uns frei. Wir müssen auf die Knie gehen, fasten und beten. Jesus sagte mir, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht zu dieser Welt gehören. Er erwähnte auch, dass, auch wenn der Teufel das keinesfalls begrüßen wird, eine große Erweckung seines Volkes kommen wird. Der Herr sagte auch, aber mein Heiliger Geist wird anfangen, alles, was okkult und beschämend ist, aus meinem Volk wie Unkraut auszureißen. Leider gibt es viele Lügner inmitten meines Volkes. Als wir aus dem Garten hinausgingen, begaben wir uns auf schöne Straßen aus purem Gold. Der Herr sagte mir, ich solle sie berühren, weil sie tatsächlich existieren. Er sagte, wie mein Diener Johannes berichtete, dass er goldene Straßen sah, so war und ist es in Wirklichkeit. Gehe und erzähle meinem Volk, dass sie bald durch diese Straßen gehen werden an der Seite ihres Gottes, der ihnen das Leben geschenkt hat. Es ist so ein schönes Gefühl, durch solche Straßen zu gehen. Wir kamen vor einen wundervollen Thron. Da sah ich Engel, Erzengel, Cherubinen, Seraphinen. Ich sah 24 Throne, auf denen 24 Älteste saßen. Ich betrachtete solche lebenden Wesen, die nie aufhörten, den Herrn, der auf dem Thron saß, zu loben und zu preisen. Sie lobten ihn. Heilig, heilig, Jehova, Gott aller Heere, die Himmel und die Erde sind erfüllt von deiner Majestät und von der Macht deiner Herrlichkeit. Amen. Der Himmel war voll von Anbetung. Die 24 Ältesten nahmen ihre Kronen ab, knieten nieder und lobten den Herrn ebenfalls, der das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende. Der Herr sagte mir, siehe, wenn die Ältesten, Engel, Cherubinen und Seraphinen, mich loben und preisen, wer seid ihr, um mich nicht zu loben und zu preisen? Mich, der für euch gestorben ist. Es ist Zeit, unseren Herrn zu loben und zu preisen. Lasst uns die Hände hochheben und den Herrn preisen, denn er lebt inmitten des Lobpreises. Aus diesem wundervollen Thron kam ein wasserreicher Fluss. Auf der goldenen Straße neben dem Fluss stand der Baum des Lebens. Um den Thron herum waren ein Regenbogen und ein Meer aus Kristall. Ich fragte den Herrn, Herr, wer sitzt denn dort? Jesus sagte, es ist mein Vater, Jehova, Gott der Herrscharin. Ich fragte, ob ich ihn sehen könnte, aber er antwortete, dass die Zeit noch nicht gekommen sei, den Vater zu sehen, aber dort saß ein mächtiger Gott. Ich hörte Stimmen, die wie rauschende Gewässer Halleluja sangen.
Man konnte auch die Stimmen der Engel und Erzengel in einem Klang hören. Der Herr sagte mir, dort unten werdet auch ihr sein, die Erlösten, die bald kommen werden, um mich vor diesem Thron zu loben und zu preisen. Ich sah auch sieben Engel, die sieben goldene Schalen hatten und andere sieben Engel mit sieben Trompeten, die mich beeindruckten. Es war so, als wenn sie warten würden, bis der Herr kommen und Befehle erteilen würde. Ich fragte den Herrn, was mit den Schalen wäre. Er antwortete, dass die Schalen voll von seines Vaters Zorn wären und bald über die Erde ausgeschüttet werden sollten. Aber gleichzeitig sagte er folgende Worte: Wenn diese Schalen ausgeschüttet werden und die Trompeten anfangen zu erschallen, wird meine Gemeinde nicht mehr durch diese Trübsal gehen, bevor der Antichrist sich manifestiert. Wird meine Gemeinde den Schall der Trompeten hören, und wir werden uns in den Wolken treffen. In dem Moment stand er noch vor dem Thron. Eine Zeit später stand der Herr an Gottes rechter Seite. Er berührte mich und sagte, siehe da, und ich sah, wie die Gemeinde von der Erde genommen wurde. Tausende verschwanden. Die Neugeborenen, die in Krankenhäusern lagen, waren verschwunden. Ihre Eltern suchten verzweifelt nach ihnen, die Welt war geschockt, alle rannten hin und her. Radio und Fernsehen berichteten über das Geschehen. Die Schlagzeilen waren voll mit großen roten Buchstaben. Tausende sind verschwunden. Der Herr sagte mir, dass das bald geschehen würde, nachdem die Gemeinde des Herrn entrückt wurde. Sagte der Herr zu mir, siehe, mein Volk ist es, das die Gerichte noch über der Erde aufhält. Nachdem die Gemeinde nicht mehr auf der Erde war, kam der Antichrist. Es war furchtbar. Die Trompeten schallten, eine nach der anderen, und die Gerichte kamen nacheinander über die Menschen auf der Erde. Plötzlich flog ein Engel aus dem Thron. Er sah die Erde und sagte, wehe den Bewohnern der Erde. Wenn die anderen Trompeten schallen werden und die anderen Trompeten schalten, der Herr fing an, die Siegel zu öffnen. Was mich am meisten beeindruckt hatte, war ein Erdbeben, das über die Menschen kam. Ich sah, wie ganze Länder verschwanden. Ich sah eine große Menge von Menschen, die vor einer großen, mit Blut verschmierten Guillotine standen, und der Herr sagte zu mir, siehe, all diese waren mein Volk, ich verstand nicht, und er fügte hinzu, diese Leute waren Pastoren. Ich fragte ihn, warum so viele, die zu ihm gehörten, in der Trübsal geblieben waren, warum sind Pastoren da geblieben, wenn sie dein Wort gepredigt haben? Er antwortete, ja, sie haben mein Wort gepredigt, aber nicht nach meinen Worten gelebt. Man muss mein Wort predigen und auch danach lebend an, zeigte er mir auch eine andere Menge von Pastoren und sagte, diese da haben meine Worte nicht mehr gepredigt, weil mein Wort sich nicht an das entsprechende Jahrhundert angepasst hatte. Einige konnten meinem Volk nicht die Wahrheit predigen, weil sonst diejenigen, die am meisten den Zehnten gegeben haben, gegangen wären, die waren nur auf das Geld aus. Dann fügte Jesus hinzu, gehe und sage allen meinen Dienern, dass ich derjenige bin, der da gerufen hat, ich bin der Eigentümer von allem Geld und Gold, und bin derjenige, der sie mit seinen Schätzen belohnt. Ihr müsst mein Wort genauso wie es in der Bibel geschrieben steht, predigen. Viele sagen, dass das nicht die Interpretation ist, der Herr sagte mir, es ist, wie ich es geschrieben habe, und keiner darf es verfälschen, aber es gibt viele auf der Erde, die mein Wort verfälschen. Ich sah eine hübsche Tür, und nachdem wir durchgegangen waren, kamen wir in einen Vorraum des wundervollen Jerusalems, und der Herr sagte zu mir, das ist das Paradies. Da erkannte ich alle, die in dem Herrn entschlafen sind. Da waren Petrus, Johannes, Paulus. Ich fragte den Herrn, wo Abraham war. Ich dachte, er wäre ein alter Mann.
Aber plötzlich kam ein junger Mann von ungefähr 25 Jahren und Jesus sagte, hier, das ist Abraham, der Vater des Glaubens. Was mir zu dem Zeitpunkt am meisten gefallen hatte war, dass keiner größer als der andere war. Alle priesen und lobten den Herrn. Der Herrn rief eine sehr hübsche Frau, die sich dort auch befand und sagte, dies ist Maria, und sag auf der Erde, Maria ist nicht die Königin des Himmels, sondern ich bin der König des Himmels, König aller Könige, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und nur durch mich kommt man zum Vater. Sag allen Leuten, dass sie gebunden sind und dass es überhaupt kein Fegefeuer gibt. Wenn das der Fall wäre, hätte ich es dir gezeigt. Es gibt nur den Abgrund, den Feuersee, das wundervolle Jerusalem und das Paradies. Es gibt überhaupt kein Fegefeuer. Das ist eine Erfindung des Menschen, um Geld zu verdienen. In diesem Moment fuhr ich wieder ins wunderschöne Jerusalem. Er führte mich vor ein Lager voll mit weißen Gewändern aus feinen Leinen, und da fragte ich ihn, was das bedeutet. Er antwortete, diese weißen Gewänder sind vorbereitet für das große Fest, das mein Volk zur Hochzeit des Lammes tragen wird. Wiederum sah ich ein Lager voll mit Kronen, und ich fragte ihn nochmals, was das sein sollte. Er sagte, dass es die Kronen des Lebens sind. Wir erreichten einen Ort, wo sich ein großes Buch aus Gold befand. Der Herr öffnete es. Und ich traute mich nicht hineinzusehen, aber Jesus sagte mir, ich solle mich ihm nähern. Dann erklärte er mir, dass es das Buch des Lebens sei in keinem Moment, in dem ich im Himmel war, dachte ich an meinen Mann, noch an meine Kinder. Aber in dem Moment, als Jesus das Buch umblätterte, kam er zu einer Seite und zeigte mit dem Finger auf Namen. Es waren Namen, die ich aus meiner Gemeinde kannte. Aber als ich einige Namen suchte, konnte ich sie nirgendwo finden. Es waren doch Brüder und Schwestern meiner Gemeinde, die sängen, predigten und Instrumente spielten, und als ich fragte, warum diese Namen nicht im Buch des Lebens erschienen, sagte er mir, dass diese Namen aus dem Buch des Lebens ausradiert wurden, weil sie falsche Handlungen auf der Erde vollbracht hatten. Aber als diese Brüder und Schwestern auf der Erde sich wieder mit dem Herrn versöhnten, erschienen ihre Namen nochmals im Buch des Lebens. Nun möchte ich zu meinem letzten Zeugnis kommen. Vor ungefähr anderthalb Jahren trafen wir uns mit anderen Brüdern und Schwestern, um junge Christen weiterzubilden. In diesem Moment, in dem wir den Herrn lobten und priesen, waren ungefähr 20 Leute da. Da merkte ich, dass der Heilige Geist in der Wohnung anwesend war. Da kam meine Schwiegermutter, eine sehr aktive Christin, und sagte mir, Bernarda, wir müssen den Lobpreis unterbrechen. Ich wohne in einem privaten Wohnpark. Wir haben einen eigenen Nachtwächter, der uns permanent zur Seite steht. Und wir dürfen keinen Lärm machen. Einige Hausbewohner hatten sich schon über den Lärm beschwert. Ich wollte schon den Lobpreis abbrechen, als ich die Stimme des Herrn hörte. Tu das nicht. Denn immer dann, wenn sie feiern und zu Ehren des Teufels tanzen und singen, beschwert sich keiner. Preiset und lobet mich weiter. Wir lobten und priesen ihn noch intensiver als zuvor. Auf einmal sah ich, welchen Kurs dieser Lobpreis ansteuern würde. Ich fühlte, dass etwas Großes und Wundervolles passieren würde. Dann sagte der Herr mir einige Worte, die er mir bei meinem ersten Besuch im Himmel gesagt hatte. Ich werde dich holen, und du wirst bei mir im Himmel bleiben. Im selben Augenblick sprach ich mit dem Herrn und sagte ihm, dass es noch nicht Zeit wäre zu gehen, da ich dieses Zeugnis seinem Volk verkünden müsste, damit sie sich vorbereiten. Desgleichen sagte ich ihm auch, dass ein weiterer Grund mein kleines Kind wäre,
Ich sprach weiter mit ihm, aber er antwortete mir nicht. Plötzlich sah ich ein Licht, welches die ganze Wohnung einer großen Leinwand in Licht erfüllte. Nicht nur ich sah dieses Licht, sondern auch meine anderen Geschwister. Das Zimmer wurde auf einmal erhellt, und alle fielen vor ihm, dem allmächtigen Heiland, nieder. Ich blieb wieder als Einzige stehen und sprach mit meinem Herrn und wusste, dass irgendetwas passieren würde. Dann nahm das Licht eine Form an, welche die Form von meinem Herrn Jesus Christus war. Ich sah diesen großen, wahrhaft mächtigen Heiland mit seinen Augen wie Feuerflammen. Er schaute mich mit einem sehr ruhigen Blick an, wie ich es noch nie auf dieser Erde erlebt hatte. Er bewegte sich durch die ganze Wohnung und kümmerte sich um jeden einzelnen von ihnen. Ich fragte ihn weiterhin, ob die Zeit für mich zu gehen schon da wäre. Ich wollte schon sagen, dass ich mit meinem Herrn fortgehen und nicht wieder zurückkehren würde. Ich wollte diese Worte auf Spanisch sagen, aber es gelang mir nicht. Stattdessen sprach ich in Zungen.